Toro Rosso konnte beide Titel letzte Saison nicht verteidigen. Gegen die anderen beiden Teams hatte das Team keine Chance und am Ende musste man sich mit Platz 3 begnügen. Atomic Fettel Fane war sehr schnell unterwegs und hatte den Wagen zu jeder Zeit unter Kontrolle. Mal schauen, ob er das auch in der Saison umsetzen kann. Justin 12.03.65 war wie sein Teamkollege extrem schnell und fleißig auf der Strecke. Zuverlässigkeit des Autos scheint sehr gut zu sein. Das Ziel ist es, mit der Geschwindigkeit, die man bei den Testfahrten gezeigt hat, mindestens einen Titel zu holen. Renault hatte eine schwankende Leistung letzte Saison mit paar guten und paar schlechten Ergebnissen. Man konnte sich aber in der Teamwertung etwas nach vorne arbeiten. Jan FCB 98 kam mit dem Wagen sehr gut zurecht, aber manchmal überfuhr er ihn und er war über dem Limit unterwegs. Paslo war im vorderen Mittelfeld zu sichten, aber er hat definitiv Aussicht auf höhere Positionen, wenn er sich etwas steigert. Das Ziel von Renault ist es, Punkte zu holen, um im vorderen Mittelfeld öfter oder am besten ganz zu gelangen. Mercedes hatte gute Ergebnisse gemischt mit paar schlechten Ergebnissen, aber trotzdem ist man in der Wertung etwas zurückgefallen, obwohl man weiter nach vorne wollte. Markus hat eine solide Pace an den Testtagen, aber er hat definitiv noch Luft nach oben. Wenn er das hinkriegt, könnten gute Ergebnisse oft zustande kommen. Kuni konzentrierte sich bei den Testfahrten größtenteils auf lange Stints. Er war sehr zufrieden mit seiner Pace an diesen Tagen. Das Ziel von Mercedes ist es, viel zu riskieren, um sehr weit vorne in der Wertung zu landen. Wir werden sehen, ob viel Risiko das Richtige ist für das Team. Haas hatte letzte Saison einen guten Start, dann eine sehr schwache Mitte und am Ende war man relativ mittelmäßig. Aber am Ende sprang Platz 8 raus. Mehr war einfach nicht drin. Curtis. Bei ihm kam es so vor, als ob er nicht alles aus dem Wagen rausholen wollte. Vielleicht will er zeigen, im ersten Rennen, was er kann. Kevin hat es einfach an das Limit des Autos zu gehen, ohne das Auto wirklich zu überfahren. Das ist ziemlich gut, weil der Wagen scheinbar eine sehr gute Fahrbarkeit hat. Das Ziel ist es, wenn der Wagen oft ins Ziel kommt, sollten definitiv Platz 5 Ergebnisse oft drin sein. McLaren hatte einen schwachen Start, aber ab der Mitte der letzten Saison war man sehr weit vorne mit dabei. Man konnte sich am Ende sogar unter die Top 4 verbessern. Prince Bind war voll im Mittelfeld unterwegs, was die Zeiten betrifft. Aber keiner kam heran, wie oft er auf der Strecke unterwegs war. Man hat ihn kaum in der Box gesehen. Graninino war etwas schneller als der Teamkollege unterwegs, aber er war nicht so fleißig. Man kann definitiv sagen, dass mit einem Auto die Zuverlässigkeit etwas deutlich besser war, beim anderen etwas schlechter. Das Ziel ist von McLaren, auf positive Ergebnisse zu hoffen und am Ende vielleicht ein Top 5 Ergebnis am Ende stehen zu haben. Ferrari hatte einen sehr unzuverlässigen Wagen und war mal selten im Ziel, aber wenn man im Ziel war, hatte man gute Punkte. Trotzdem fiel man am Ende des Feldes fast zurück und konnte gerade nur ein Team hinter sich lassen. Yannis 2005 konnte viel fahren, hatte keine Zuverlässigkeitsprobleme und außerdem war er noch vorne mit von der Partie, was das Team ziemlich erfreute. Robin bewegt den Wagen sehr oft am Limit, aber nie drüber hinaus. Das steht dafür, dass der Wagen wohl ziemlich fahrbar ist und er fuhr auch sehr, sehr viel. Das Ziel ist es, wieder direkt vorne anzugreifen, am besten um Podeste und Siege zu kämpfen und die letzte Saison als ein Ausrutscher gelten zu lassen.
Williams war die Überraschung der letzten Saison. Man kämpfte fast die komplette um Siege. Einen Fahrertitel konnte man sich sogar holen, aber leider nicht den Teamtitel. Alex konnte den Wagen leider nicht voll ausfahren. Er hatte ziemlich viele Zuverlässigkeitsprobleme und wenn er mal gut fuhr, hatte er ab und zu mal ein paar Ausrutscher. Vector Chris hatte keine Probleme mit der Zuverlässigkeit, aber der Wagen scheint die Saison nicht konkurrenzfähig zu sein. Deswegen war er im Mittelfeld zu finden. Das Team erwartet als Ziel, dass man etwas in der Tabelle abrutscht. Man hofft, dass man nicht allzu weit zurückrutscht und am besten vielleicht sogar Top 5 noch irgendwie erreicht. Racing Point hat einen Wagen letzte Saison, der zu langsam war und zu unzuverlässig. Man war ziemlich selten in den Punkten. Deswegen ist man schon seit 2 Jahren das Schlusslicht im Feld. South Park Fan hatte Schwierigkeiten mit dem Wagen. Der Wagen war wohl ziemlich unfahrbar fast. Aber trotzdem war er ziemlich weit vorne unterwegs in den Zeiten. Yannick war überraschend gut unterwegs, hatte wenig Fehler und konnte den Wagen gut beherrschen. Auch wenn er zeitlich etwas hinter dem Teamkollegen war. Das Ziel von Racing Point ist, erstmal Anschluss wieder ans Feld zu finden und die Zuverlässigkeit deutlich zu verbessern, damit man so häufig wie es geht um Punkte kämpfen kann. Red Bull ist wieder an der Spitze der Teamwertung angekommen und konnte viele Siege und Podien feiern. Aber es reichte nicht für den Fahrradtitel. Kneffi hatte gute Zeiten im Test hingelegt. Entweder auf kurzen oder auf langen Strecken. Und er war sehr, sehr fleißig. Zuverlässigkeitsprobleme gab es irgendwie gar keine. Herr Druse konnte mit dem Teamkollegen leider nicht ganz mithalten. Aber er war nicht weit weg, weil die Zeiten angehen. Aber hatte kleinere Zuverlässigkeitsprobleme. Das Ziel ist es, für Red Bull so oft aufs Podest zu fahren und am Ende die Tabelle auf mindestens Top 3 Ergebnis abzuschließen. Alfa Romeo Racing hatte eine gute Saison und sogar ab Mitte der Saison war man kurzzeitig sogar siegfähig. Man konnte einen guten Sprung in die Tabelle machen und war am Ende sogar das beste Ferrari angetriebene Team. Andy kam bei den Testfahrten noch nicht ganz mit dem Wagen zurecht. Wenn er sich ein bisschen anstrengt, könnte aus ihm und dem Wagen ein ziemlich gutes Paket werden. Bebo hatte den Wagen etwas besser unter Kontrolle, aber er hatte zu kämpfen, gute Zeiten so oft zu fahren. Ab und zu mal gelang ihm eine sehr gute Zeit und dann manchmal nicht. Das Ziel von Alfa Romeo ist natürlich, den Wagen fahrbarer zu machen für die beiden Fahrer, um definitiv so oft um Punkte zu kämpfen wie möglich.